Hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge im Minecraft Labor. Wir haben letzte Folge den Portalraum gefunden. Also falls ihr die nicht gesehen habt, guckt sie euch unbedingt hier oben rechts beim i an. Und ansonsten würde ich sagen, lass uns mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Hast du noch Stanley's Truck Keys? Ich habe noch Stanley's Truck Keys, ja. Okay, dann komm mal mit. Okay. Ronja, du kannst nicht nur hinten rein, sondern auch hier. Nein, erzähl doch nichts. Nein, no way. Warte, wo ist Stanley's Truck? Hier ist Stanley's Truck. Das gibt's doch nicht. Mies. Stanley! Why? Wo ist denn hier was? Kiste. Lab 6 ID Badge. Oh, okay. Und Root Information. Ich nehme mal Root. Und hier ist noch... Hier ist eine Kiste übrigens, diese rote. Ach, das ist LOL. Okay, warte, dann nehme ich den Emerald nochmal mit. Sicher, sicher. Und die ID Badge. Okay, hier ist irgendwie... On Route, Shipment, Licenses... Hier ist ein bisschen random Zeug, ich glaube, das brauchen wir nicht, aber ich nehme es trotzdem mit. Okay, gut. Okay, was steht in dem Buch drin, was du hast? Das ist einfach nur ein Notebook. Hä, ein leeres? Warte, ja, das ist Book and Quill, oder? Warte, okay, ja, egal, da ist nichts drin. Ach doch, warte! Chests filled to 87%. Steht da. Also, ich glaube, es bringt uns nichts, aber nimm es trotzdem mit, weil ich bin mir nicht sicher. Wenn wir irgendwo mal eine Zahl brauchen, dann können wir mal 87 probieren. Okay, jetzt komm mit. Okay. Jetzt können wir Lab 6. Alles klar. Das finde ich sehr schön, weil da kommt mir vorher. Wenn ich gespielt habe, mache ich einen Höhensprung. Okay, so. Wir sind in Lab 6. Hier hinten ist. Hier kommen wir nicht rein. Warte, vorne in Lab 6 ist nichts. Oh. Hier muss man locking reinkommen. Hier ist nichts. Warte. Ist hier irgendwo ein Direct, Nigger? Nein. Hier gibt es locking. Was ist denn das hier? Keine Ahnung. Das sind diese Sunny-Dinger, die überall drin sind. Okay. Die waren schon am Anfang in den Testing-Räumen. Das gibt's doch nicht, jetzt sind wir in Lab 6, jetzt ist hier nix. Nein! Warte, vielleicht ist unter den Tischen irgendwas. Wo? Also, irgendwo hier. Du uns hin? Komm mal, wir müssen aufbauen. Wir haben ein Boot. Wir sind in Labor 6. Ja. Und es war ja. Ne, nicht hier. Das hier nicht. Also, das ist das, wo wir neu reingekommen sind, wo es noch nichts gab. Da kommen wir später noch nicht die Hintertür. Eins, wo blockiert war, gell? Ja. War nicht da. War das mal da hinten? 7? 7? Glaube ich nicht, oder? Ja, hier war's. Was war hier? Schau mal. Guck mal. Oh, warte! Oh mein Gott! Oh mein Gott, clever. Richtig. Das ist ja unfassbar. Aber da, wie kommt man denn da hoch? Wir haben jetzt Labor 8, die Badge. Und wir haben den Schlüssel für den nordöstlichen Side Room. Oh mein Gott, okay, jetzt geht's los, oder? Jetzt geht's los. Diesmal jetzt wirklich, wir sind nie wieder jetzt stuck. Jetzt rollen wir. Okay, alles klar. Erstmal Labor 8. Nordeast? Ja, erstmal Labor 8 würde ich gehen, weil das ist hier in der Nähe, oder? Wo ist denn das? Hier, schau mal. Ah, wir waren ja. Nee, das ist 7. Hier ist 8. Hier, 8 ist mit dem Pool. Okay. Genau, dann können wir hier nämlich noch die Sachen abgrasen, gerade weil wir eh in der Nähe sind. Hier hinten geht's und Speed-Tränke. Oh Gott. Was soll das heißen? Neutaliten. Warte mal, das ist doch. Haben wir nicht irgendwo mal was mit Entschlüsselung und so gehabt? Hatten wir? Also wir hatten. Ganz sicher. Warte mal, 3. Oh, Ronja, okay. Das ist jetzt wirklich komplett random. Okay. Ich weiß nicht, ob du dich mit Kryptographie auskennst, aber es gibt sowas, das nennt sich Caesar-Verschlüsselung, okay? Okay. Dann nimmst du einfach das Wort, was du hast, und verschiebst es im Alphabet 3 Stellen nach vor oder so. Ich glaube, das ist das. Wenn das das ist, wenn das das ist, dann bist du legit ein Genius. Okay, ganz ruhig. Also, okay, ganz ruhig. Aber wollen wir das manuell machen? Okay, und ich suche einfach Caesar-Entschlüsselung. Du machst das online, okay, oder? Okay, Caesar-Entschlüsseln. Okay. Ohne Witz, wenn das das ist, ohne... Kein Spaß, ich habe mir das jetzt nicht angeguckt. Das ist literally jetzt wirklich random von mir. Weil ich wüsste nicht, was... Ich hab in der Schule Kryptographie ein Jahr lang gehabt. Das ist das unnötigste Fach der Welt, aber jetzt bringt mir das was. Jetzt bringt es dir was für die Minecraft Puzzle. Okay, sag's mir an, wie heißt das? Neut, was? Also N-O-I. Neutalit. Nef. T-Nef. Verschieben um 3 Zeichen. Aber in welche Richtung? Nach links, also nach hinten. Ja, aber ich kann hier nicht auswählen. Entschlüsseln. Okay, ne. Verschlüsselt? Klar. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn macht. Was kommt denn raus? Also kannst du es nach 3 Zeichen nach links verschieben? Okay, warte mal. Ich will mir ziemlich sicher, dass es verschoben ist. Ja, aber auch mit diesen 3 roten Pfeilen nach hinten. Ich kann nur 3 Zeichen nach vorschieben. Das ist das. Warte, können wir uns irgendwo ein Alphabet aufmachen und es selber machen?
Okay, rein ganz ruhig. Schau mal, okay, warte. Okay, A, B, C, D, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N. Schreibst du gerade das Alphabet auf? Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, ganz okay, ruhig. Okay, okay. Ist richtig? Jetzt, ja, ja. M, drei nach hinten. Wir das müssen heißt. Drei nach hinten, okay? Das heißt. Warte, C habe ich vergessen. Ups. Ich habe C vergessen. Das heißt, wir starten mit. Starten mit D. einem K. Was? Wir starten mit D, oder? Oh, warte, mal, komm, warte. Nee, es ist doch ein N. Wenn wir drei nach hinten gehen. Oh, okay, warte mal. Okay, ich schreibe das Wort, du sagst mir an. Okay. Also 1, 2, 3 haben wir ein K. N ist 1, 2, 3. K, ja? Dann O ist 1, 2, 3, L. Ja? I ist 1, 2, 3, F. Okay, das macht keinen Sinn. Okay, warte. muss man drei Zeichen dazwischen haben? Weil dann wäre es bei I 1, 2, 3, E. Dann probier nochmal neu. Ich mach noch was Neues. Oh Gott, okay, was? Okay. N ist 1, 2, J. Vielleicht bin ich einfach ein Idiot, okay? O, 1, 2. Okay. K. Okay. Es wird nicht besser, ne? I ist 1, 2, E. Okay. Haus in Arifno. Okay, vergiss es. Ich hab was anderes zu machen. P. Ich werde das jetzt nicht entschlüsseln haben. Komm mit, lass mal das andere aufmachen hier. Ich habe nur ein paar Hinweise, die wir noch nutzen können. Schade, komm, ich glaube, es gibt ein Genius. Das hätte ja sein können. Oh, warte. Mach mal. The Lord East Side Room. Oh, Gott. Warte, irgendwas. Kisten. Was hast denn du Schönes? Ich habe Logbuch A. Bitte sag das die Antwort. Okay. 3. Januar, Facility geöffnet. 18. Januar, Shipment Plan beginnt. 20. Januar, neue Trucks geordert. 15. März, Facility für Routine geschlossen. Routineuntersuchung. Wir brauchen ein Datum. Es sind vier Daten. Okay, komm mit. Aber warte, es gibt noch eine zweite Seite. 7. Juli, Facility wieder geschlossen für Renovierung. 25. Dezember, Portalrum. Ich sag dir, warum das Ganze. Ja, Portal rum. Guck mal. Ich habe eine Theorie. Oh, warte. Ja. Ja, dann ist das der. Nein, schau mal. Warte mal, wo ist denn die E-Mail? Ich suche gerade die E-Mail. Hier, schau mal, hier. Warte ich mal schnell, ja, damit du dich laufen musst. Okay, danke. Drück mal da hier drauf. Okay. Clara, sorry, das Passwort für den Safe. Ach ja? So, das wurde resettet zu dem Tag, an dem die Facility geöffnet wurde. Ja! Die Facility wurde geöffnet am 3. Januar. Aber welches Jahr? Da ist kein Jahr dabei. Okay, ich glaube, ich weiß nämlich, wo das Jahr ist, komm mit. Okay. Ronja, wir kriegen das hin. Wenn du das jetzt findest, ohne Witz. Flo und Agent Ronja. So, komm mit, Ronja. Warte, ich habe versucht, den Knopf zu drücken, es hat nicht geklappt, danke. So. Okay, komm. Wir haben nämlich hier oben... Oh Gott, diese Map. Okay, warte. Du bist jetzt hier... So. Schau mal da dran. Okay. Da haben wir... Hier ist nämlich ein Buch. Archivbuch von Öffnungstag bis zum aktuellen Tag. Das heißt 2015. Und was ist das erste Jahr? Das heißt 2000. Was ist das erste Jahr? Du bist so clever. 2015. 3. Januar 2015. Okay, und ich glaube, das ist das Passwort für hinten. Okay. Und wenn dort drinnen, mit diesem Portalraum hinten, nichts ist, was uns weiterhilft, dann werde ich diese Map, dann gehe ich zum Map-Entwickler und werde dem sagen, dass sie die Map down nehmen sollen. Das ist halt unfair. Schreibst du einen wütenden Kommentar oder eine wütende E-Mail? Ja, ich schreibe dann irgendwie, der Button did nothing. Ich habe immer noch einen Key, den ich seit ganz Anfang an habe und ich weiß nicht, wo ich den einsetzen soll. Okay, was ist denn das? Back Storage Room Chest Key. Ach so, lol. Waren wir noch nicht im Back Storage Room? Nein, das ist nur der Chest Key und wir haben den normalen Dings nicht. Wie viel der Januar sagst du? 3. Januar 2015. Warte, was war das erste hier? Monat. Also eins, oder? Warte, Monat war das erste? Ja. Ja, Monat. Also. Genau, und Januar. Und dann Tag ist 03. Bitte. Wenn das jetzt geht, bitte geh. Ja! Und hier ist nur eine Kiste. Was Batterie! Und dir. Oh, und dir? Und ich habe Lab ID 5 Badge. Ich nehme die Batterie. Waren ja langsam, aber sicher. Kannst du die Batterie wo platzieren? Nee, auf Diamantblöcken. Okay, das heißt, wir brauchen erst Das ist ja, um das Ganze hier zu öffnen, dass wir das dann auf Diamantblöcken... Ich bin mit dem... Ich fühle es, Ronja. Wir sind nah am Ende. Wir sind am Ende, okay. Ich spüre schon.
Das Beste ist, weißt du, wenn man sagt, wir sind am Ende und die Folge geht halt einfach noch so 20 Minuten. Und du nein, Ronja. Ist schon wieder. Das gibt's doch nicht! Warte, das ist in Labor 6 genau das gleiche! Oh, warte, ich stay right! Ich stay right! Ja! Hier ist nichts drin. Lab 6 Storage Key! Okay. Und ist nichts drin. Oh, Lab 6 ist jetzt. Oh, finally! Jetzt können wir da hinten rein. Ronja, ich spüre es. Ich spüre den Sieg. Spürst du es, Mr. Krabs? Ja! Ja! Okay, hier drin sind ein Haufen Lab 3 ID-Badge. Auf geht's! Let's go! Hier ist nichts drin, oder? Ne? Ja, dann Lab 3. Auf geht's, Ronja, hier nimm den. Speedrun. Ich hab das Gefühl, wenn du das hier speedrunst, dann ist es halt. Dann musst du es ja vorher schon gespielt haben. Warte, hier hinten können wir jetzt. Hier ist nochmal sowas. Also, wo man hinten rein muss. Radiergummi, Notes. Warte, okay. Bleib du hier, ich hol die. Ich hab's auch. Oh, du hast die. Mach erstens Radiergummi und zweitens Notes. Du hast gesehen, was rein platziert. Kann man das wieder rausnehmen? Ja, ja. Okay. Erst Radiergummi und dann Notes. Okay. Das weiß ich gar auswendig. Radiergummi? Mittlerweile, gell? Mach mir auch fertig. Notes? Nein, das ist ein Notebook! Ist es nicht das gleiche? Das Papier musst du machen. Oh lol, das hab ich nicht. Ernsthaft? Nein! In welche Kiste habe ich all mein Zeug reingelegt? Ich hab gedacht, das ist das Buch. Nein. Ich glaube, es ist hier hinten aber irgendwo. Okay. Ja, aber ich weiß wo. Okay, ich glaub, also ganz hier. 8 und 6 haben wir jetzt drinne. Swiftness kann ich noch trinken gleich. Und Hauptsache, wir haben einfach alles reingelegt in Kiste. Oder alles mitgenommen. Oh. Okay, wir haben noch das Logbuch A. Was bringt uns das? Achso, das haben wir jetzt ja schon für den Code. Das heißt, ich habe jetzt alles voll. Mein ganzes Inventory ist voll. Ich brauche nichts mehr davon. Okay, dann legen wir ein bisschen was weg hier. Warte, ich suche jetzt eine Kiste, wo ich Sachen ablegen kann. Okay, ich lege die in Labor 1. Labor 1, okay, musst du merken. Geht nicht, die Chest ist locked. Ich bin da mit dir. Okay, ich leg jetzt. Das ist so dumm. Au, Leute, hier ist alles drin. Warte, stimmt, hier sind Notes drin. Warte, lass mal. Hey, Lab 1 Chest, hast du ja schon den Key. Lab 1 Chest habe ich nicht den Key. Ja, das haben wir ganz am Anfang geöffnet. Das war das, was du Lab nicht gefunden hast. Lab 1 Chest Key. Aber so, da waren wir schon. Da waren wir schon. Okay, warte, in welchem Dings waren wir jetzt neu, wo der Code drin ist? 6, oder? 6. Okay, komm her, ich hab's. Okay. Ne, 6 ist es nicht. 3! 3? Zählt doch nichts. Oh mein Gott, hier ist 3. Ey, jetzt haben wir mal. Wir haben alle jetzt schon, okay, oder? Okay, wir haben das. Wir müssen immer noch in den Boiler Room. Warte, hier. Nix. Hier ist die Blöcke. Warte, ist nix. Ist überall nix. Oh nein. Warte, hier ist irgendein Block. Also hier rechts, der verheißt nichts Gutes, sage ich. Hier ist ein Crafting Bench. Hier müssen wir irgendwas draufbauen. Das gibt's doch nicht. Warte, was ist hier links? Das ist so eine komische Ecke in der Wand. Wirklich? Das sieht irgendwie merkwürdig aus. Aber es kann noch am Licht liegen. Oh nein! Wir brauchen irgendwas, was wir draufbauen können hier. Warte, damit du hochkommst? Nein, nicht hoch! Auf dieses Stonebrick. Irgendwas, was nur auf Stonebrick platzierbar ist. Hast du irgendwas? Check mein Inventory. Ich habe nur die Schlüssel. Das Einzige, was ich habe, ist Batterie wegen Diamond. So, nach ewigem Suchen haben wir nun eine Axt, die Chiseled Stonebricks brechen kann. Sie war in Locker 103, den ich gelootet habe. Und Flo hat mir nicht getraut, dass ich ordentlich gelootet habe. Zu Recht. Aber jetzt haben wir die Axt. Da, hier, komm her. Dankeschön. Mach ihn kaputt. Ich mache ihn kaputt. Okay, ab jetzt lootest einfach du, oder wie machen wir das? Warte, kann man? Das musst du, nur den Block hier, den hier. Welchen? Stein. Nee. Ah. Ja! Oh mein Gott! Ah! Okay, wir sind durch. Wir sind. Ja, dahinter ist ein Chest. Kann rotes Glas kaputt machen. Okay, wo ist rot? Oh, mein Boiler! Oh mein Gott! Ich glaube, ich werde nie wieder eine Puzzle Map anrühren nach dieser Map. Safe. Ich war schon vorher nicht so der Puzzle Mapper, aber jetzt. Aber ich muss sagen, das zweite ist witziger. Ja, ohne Witz, allein hätte ich schon 10-mal geragequittet. Okay, dann musst du aber. Ich weiß, wie es geht. Ich sehe immer deinen Namen durch die Wand, aber ich weiß nie, wie ich da hinkomme. Boilerraum. Ah. Einfach reingehen. Ja, ich bin drin. Hör mich auszulachen, Flo. Dumm, ich lach dich nicht aus. Doch! Ich lach mit dir. Du lachst über mich. Komm jetzt. Du musst sprinten, dann kannst du so rein hier. Sprint ich nicht? Also mach Doppel-W oder Sprint-Taste, je nachdem, wie du hast. Ich komm nicht raus. Warte. Jetzt. Und jetzt geh hoch. Ah, okay. Okay. Jetzt sind wir so richtig komisch hier drin. Jetzt sind wir hier merkwürdig im Lüftungsschacht. Aber ist okay. Okay. Soll ich vorgehen? Ja, bitte.
Hier ist nix. Okay. Kannst du das bestätigen? Ich kann dies bestätigen. Hier ist was? Hier ist was. Oder? Warte, nee, hier kommen wir nicht durch. Oh Gott. Oh nein. Das ist voll das Labyrinth. Nein, ich geh noch nicht. Warte mal. Geh du? Ja, geh du mal da lang. Ich gehe hier erstmal systematisch die Gänge ab, okay? Und dann drehe ich wieder um. Ich gehe jetzt erstmal. Okay. Ich bin gerade einfach neben dir. Ist irgendwas? Nee, hier ist nichts. Hier kann man nur rausgucken. Aber ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, was ist, wenn ich sehen würde. To be honest. Geh mal ganz rechts. Ich war schon. Was? Nee, ganz rechts. Ach, ganz rechts. Okay, ich gehe ganz rechts. Oh Gott, nein. Ich gehe ganz zurück, ganz rechts, okay? Nein, nicht ganz zurück, ganz rechts. Dort, wo du reingegangen bist, nur weiter. Oh, ich bin irgendwo. In einem Raum, wo wir noch nicht waren. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ist egal. Irgendwo wirst du schon rauskommen. Okay. Ich laufe jetzt erstmal weit gerade. Ich habe raus gefunden, aber hier ist nichts drin. Das war der Southeast. Ich gucke jetzt einfach, was. Okay, ich bin hier hinten in einem Raum. Oh nein. Warte, kommst du raus? Kannst du dich zu mir porten? Port dich mal zu mir. Okay. Hier ist nämlich wieder Chiseled Stone. Den können wir wieder mit meiner Axt hacken. Oh, stimmt. Oh, gut erkannt. Dankeschön. So. Da unten ist nämlich. Warte, ich wo haben wir einen Code? Warte, wollen wir nicht erstmal gucken, dass wir den Code hinkriegen? Was für ein Code? Ich weiß es nicht. Wieso brauchen wir so viele Codes und haben so wenig Codes? Ich glaube, wir müssen erstmal hier runter. Aber merkt ihr mal, dass hier ein Code in war. In die Kanalisation. Oh, oh Gott, das ist auch nur so halb hoch. Ich hab gedacht, wir sind durch. Ich bin ganz ehrlich, ich hab's gedacht. Aber ihr keine Angst, ich spüre es. Ich spüre das Ende der Map. Wir haben zwei Batterien, okay? Okay. Ich sag. Speed gerade gemacht. Ja, ich hab Speed gemacht. Willst du schneller sein als ich? Vielleicht will ich schneller sein als du. Wir speedrunnen das hier voll, wie man merkt. Ey, du kannst gerne bis ganz vorgehen, ich biege jetzt hier ab. Okay, ich gehe da ganz ich vor. Ich nicht ab. Wieso biegst du denn nicht ab? Okay, noch weiter. Okay, bieg du ab, ich gehe weiter. Ich will nicht abbiegen, ich bin schon weitergegangen. Ja, aber hier hinten ist bestimmt was Wichtiges. Ja, aber vielleicht will ich zu looten. Warum ist man denn so langsam? Ja, ein Job für dich. Okay, alles klar, ich hacke. Ich gehe jetzt hier zurück. Viel Spaß. So, in einer Viertelstunde treffen wir uns wieder, oder? Oh, ne, hier hinten ist nix. Okay, ich hab gehackt. Ich hab grad hier geht's hoch. Wollen wir hier hochgehen? Hoch. Wir sind. Da bin ich rausgekommen mit meinem. Ah, hallo. Okay. Okay. Okay, nice. Warte. Das hat jetzt sehr viel gebracht. Warte, stopp. Dann müssen wir irgendwo unten in der Kanalisation anders abbiegen. Nee, da geht's oder? Weiter. Nee, da war ich gerade vorhin. Also, ich hab also, gecheckt. Bist du abgebogen? Ja, weil, warum sollen wir denn sonst durch die Kanalisation kriechen? Wenn da nichts ist. Ich weiß nicht. Ich geh jetzt nochmal hier hoch. Ich geh jetzt am Anfang nochmal rüber. Was noch? Ah, ja. Okay, das heißt, wir gehen wieder durch den Boiler Room, gell? Das ist, wir sind die kurz Zuschauer, die werden schon richtig. Aber, ja, ich weiß schon. Oh ja, ich bin irgendwo drin, wo wir noch nicht waren. Ronja. Okay. Komm, siehst du meinen Namen? Ja. Ich versuche dir zu folgen. Aber, seien wir ehrlich. Hast du Level 8 Storage Chest? Ich hab. Warte, was hab ich? Ich hab. Nö. Ich hab Lab 8 ID-Badge. Ich bin da drin, wo dieses Notality-Tief war. Das was? Das ist halt. Da, wo wir das entschlüsseln wollten, da bin ich drin jetzt. Also es war nur ein Troll. Das Schild. Erzähl mir doch nichts. Wo müssen wir hin? Okay, du gehst hier hoch? Okay, wir gehen hier hoch. Aber hier komme ich jetzt in den Schacht mittlerweile rein. Ja, richtig. Das ist ja auch schon mal wichtig. Ich hab einen Plan. Okay, das ist immer... Gehst du hier rüber? Ja. Hier rechts kommst du in Dings, da brauchst du... Hast du, nicht reingehen, außer wenn du Storage Room 8 hast, den Key. Ich habe den Lab 8 ID Badge. Nö, den brauchen wir nicht. Hier waren wir schon, hier nicht dran, weitergehen. Okay, ich gehe weiter. Hier kommst du in alle Storage Dinge ran. Hier waren wir schon. Hier waren wir, okay. Das Ding ist... Warte, ist da was? Hier waren wir auch. Okay. Hier, aber warte, hier geht's weiter. Hier sind Kisten! Okay, dann gehen wir mal rein. Okay, hier ist ein Radiergummi. Lever kann auf Direct platziert werden. Jardins Cubicle Key habe ich. Oh mein Gott, okay. Das ist alles, oder? Oh, ich glaube, das ist unser Ausgang hier, schau mal. Okay, das heißt, wir gehen jetzt raus. Ja, jetzt sind wir hier! Oh, perfekt, dann sind wir nämlich direkt in der Nähe von Jardin. Ich spüre das Ende. Jardin war ganz hin. Ich spüre es auch. Viel mehr können wir jetzt gar nicht... Ist halt echt so. Wir haben jetzt alles gemacht, was man machen konnte. Hier ist Jardin. Wo? Hier. Okay, hier ist Jardins Karkis. Ja! Der. Jetzt. Flo, ich spüre den Sieg. Ich spüre ihn auch. Das ist gut. Gefühlt muss es hochladen, Minecraft, der Film. Ist echt so. Hier, schau mal, hier. Okay. So. Mach es auf.
Tours. Krieg's nicht auf. Ja, von hinten. Ich muss es mir drauf. Back Storage Room Key und Parking Violation. Ein Parkticket. Vielleicht brauchen wir das ja noch. Da ist nämlich eine Zeit drauf. 11:01. Weißt du, wir haben doch noch eine Vierernummer. Irgendwo. Echt? Ist eine vierstellige Zahl drauf? Ja, 11:01. 100%ig ist das. 100%ig. Aber komm jetzt mit. Warte. Hast du Backroom Storage Key? Ja. Du hast dafür für die Kiste ja, den Key, oder? Kiste, schon seit Ewigkeiten. Okay, jetzt langsam. Ja, okay. Öffne die Kiste. Ja! Was ist drin? Eine Musikdisco und ein Emerald. Nimm du den Emerald? Warte, das bringt nichts. Wir hatten irgendwo eine Jukebox. Nee, wir müssen das abspielen irgendwo. Wo war anders? So, das war's mit dieser Folge Minecraft Labor. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar. Wir machen am Ende noch eine vierte Folge. Ich habe eigentlich gedacht, ich schaffe es in drei, aber es ist so lang gewesen, dass ich jetzt noch eine vierte brauche, wenn ihr keine halbstündigen Folgen haben wollt. Das heißt, macht euch schon mal darauf bereit. Ansonsten, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!